warum verliere ich denn schon wieder Gesundheit? Was ist denn hier los? So, hier, ich stehe unterm Dach, kann gar nichts passieren. 55, bleibt es aber. Ich sag mal, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Irgendwas übersehe ich hier. Habe ich eigentlich schon wieder neues Wasser? Nee, was kriege ich jetzt? So ein Stück Fleisch. Fertig. Was zur Hölle ist denn hier los, dass ich immer. Oh. Es ist schon etwas. Anstrengend. Mit dem Essen und Trinken. Man kommt ja zu nichts hier. So, esse ich was? Trinke ich was? Esse ich noch was? Ist mir jetzt egal. Schau mir jetzt die Wampe voll. Und trotzdem verliere ich Gesundheit. Was ist denn da los? Wegen Sonnenbrand. Aber. Wie kann ich es denn jetzt verhindern? Kann ich mich verbinden oder so? Kann ich das für irgendwas nutzen? Ja, Schild. Ich muss dringend schauen, wie ich. Das kann ja so nicht weitergehen. Ich kann ja nicht ständig hier. So, warte mal, was steht denn hier? Mal Medizin. So, Stops. Blutung, klar, Infektion. Naja, damit mit Aloe könnte ich vielleicht Sonnenbrand behandeln. Great. Ah, Clay Bowl. Eine Kartoffel. Oh Gott. Kartoffel und okay. Wow. This item can't be crafted by the player. Also überhaupt nicht oder nur jetzt nicht? Hm. Okay, Bandage, Fischöl und Splint. Okay, da kriege ich also auch ein Medipack. Tja, das sieht so aus, vielleicht das speichern wir zwischenzeitlich. Als wenn ich hier wieder sterben würde, aber grundsätzlich nicht schlimm, weil, oh, hier haben wir noch einen Clay drin. Weil, ich spawne ja hier dann einfach wieder und dann geht es wieder von vorne los. Oder weiter. Nicht von vorne, um Gottes Willen. Aber so ein bisschen doof ist schon, finde ich. Dass man nichts dagegen machen kann. Also muss man echt die ganze Zeit aufpassen. Komme ich da oben nie ran? Ja, dass man. Oh, es ist natürlich. Klasse, jetzt kann ich hier gar nicht raus, oder was? Nee, ich gehe wieder da in den Schatten, das ist mir jetzt wurscht. Da ging das ja. Irgendwo ist hier ein Huhn, was ich nicht sehe. Ich bin nur gemobbt von Tieren. So. Ist mir jetzt völlig wurscht. Dann. Sterbe ich ihm wieder. Mein Gott, passiert ja nichts. Also. Was ärgert mich? Ich will eigentlich gar nicht hier im Spiel sterben. So, das ist noch Clay. Ganz schön viel Clay, was da rauskam, oder? Das war so ein hochkant gestellter Stein. Ne? Also wahrscheinlich ist das. Muss ich da so ein bisschen drauf achten. Achso, ich kann die Loks kann ich eigentlich auch schon einbauen. Fehlen hier noch Loks? Ja. Man ist schon ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung, wenn natürlich das mit dem Sonnenbrand so eine Rolle spielt. So, komm, einen machen wir hier hin. Und hier hin. So, hier brauchen wir noch Clay, das machen wir noch. Das ist schön, dass die Sägebank von alleine siegt, ohne dass ich dabei bin. Also es kann wirklich nur an diesem Sonnenbrand liegen, dass ich da jetzt die Gesundheit verliere. Was anderes wüsste ich, fällt mir nicht ein, woran es liegen könnte.
So, Loks hatte ich hier. Ich komme da oben irgendwie nicht ran, da muss ich mich vielleicht ein bisschen höher stellen, wa? Okay, da noch ein Lok. Wäre schon cool, wenn wir die Hütte heute noch fertig kriegen. Also ich muss das vielleicht mal in der Streaming-Pause mal googeln. Was ist hier so mit den Sonnenbrand und dem Sterben hier so auf sich hat, weil, wie gesagt, so richtig raffen tue ich das nicht. Ich brauche einen Sonnenschirm, ja, das wäre vielleicht cool, ja. Aber die müsste ich ja dann ständig mitnehmen, also das wäre ja dann auch irgendwie... Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie das denn aussieht. Steht man denn einfach, am Baum mit einer Axt und einem Sonnenschirm? Das sieht bestimmt interessant aus. So, dann nehmen wir hier nochmal die Bretter weg, dann müssten wir ja das ein oder andere... Achso, wir brauchen noch Clay überall, wa? So, achso, da oben komme ich ja nicht ran. Hier habe ich alle Planks. Hier fehlt nur eins. Okay. Gut, dann muss ich mal, nee, warte mal, wir können ja das hier schon mal reinhauen. Dann suche ich mal den nächsten Stein. Das nächste, wo vielleicht Clay sind. Das wäre jetzt wie so eine Steine, nicht wahr? Da hinten irgendwas? Nee, das ist ein Schatten, ne? So, als wenn da irgendwie so ein Wolf sitzt oder so. Ja, ich weiß, das könnte so einer sein, oder? So ein Hochkant. Ich glaube, so sah der andere, oder? Nee, das sieht wieder. Ich guck mal, was hierbei rauskommt. Mal sehen. Bin ja überall tot. Nee, da sind Steine. Das sieht nicht. Vielleicht die so ein bisschen schmutzig aussehen. Ja, auch Steine. Okay, wenn ich mal Steine brauche, muss ich wieder herkommen. Das... Nee. Ich glaube nicht. Oh. Da muss man das echt raten. Ja, auch Steine. Ist da eine Höhle? Nö. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich dachte, da gibt es jetzt eine ganze Menge davon. Okay. Ja, die Steine nehme ich jetzt nicht mit, weil dann kann ich mich bestimmt nicht mehr bewegen. Jetzt habe ich auch so ein bisschen nicht mehr in Erinnerung, wie das Teil aussah. Das war irgendwie so ähnlich wie das hier, aber das sieht mir eigentlich auch aus wie Stein. Also sieht ja auch nicht viel anders aus. Ah, nee, das ist Clay, okay. Oh. Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Wir haben was. Oh nein, hat der schon wieder Hunger? Ah, dann ist das bestimmt auch was. Also alles, was aussieht wie ein Grabstein, ist anscheinend ein Leben. Ja, wir sind dabei tot. Tja. Aber wenn ich dann wirklich nur rausgehen darf, wenn keine Sonne scheint oder so, ist das natürlich also wirklich stark einschränkend in dem Spiel. So. Fertig. Fertig. Naja, hier fehlen noch 6 Stück. Okay. Ich würde mal erstmal hier im Haus bleiben, weil ich bin eh gleich tot. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Weg zurücklaufen muss. Haben wir denn hier in der Nähe nicht noch so eine Art Grabstein? Ja. Also ich werde jetzt nichts essen, weil wenn ich wieder belebt werde, werde ich vermutlich dann
was zu essen haben. Aber das wird schon so langsam hier. So, komm, 3, 2, 1, meins. Vielleicht hole ich schon mal Wasser wenigstens. Machen wir noch was Sinnvolles zum Schluss. So, füllen wir da schon mal ein. So, dann sterb jetzt an Sonnenbrand. Ja, so richtig begreifen tue ich es nicht, ehrlich gesagt. Aber gut. Aber ich bin ja, wie gesagt, froh, dass er nicht an den Ursprungs-Spawn-Punkt mich rausschmeißt. Gut, wir brauchen noch mehr Clays. Ne, das ist Stein. Vielleicht gehen wir auf die andere Uferseite. Das ist vielleicht auch ganz... eben nicht so weit weg, eigentlich. Da sieht es so aus, so. Nee. Das ist einer. Mann, das muss aber auch irgendwie rausfinden hier. Ja, ist auch mal ganz gut, mal Licht zu spoilern, was? Nein, alles gut. Ist ja auch mal ganz spannend zu sehen, wie andere Spiele sich so... also wie das bei anderen Spielen so läuft. Ja, so ein Sonnenhut, ja stimmt, das könnte vielleicht noch sein, dass man... aber ich habe ja gesehen, warte mal, ich guck nochmal. Man hat ja hier Klamotten. Ah. 50% zumindest, ja. Okay, ich bräuchte 25. Ich brauche unbedingt eine Werkbank, glaube ich, oder? Das muss ich auch nochmal gucken. Workbenches. Ah, Nägel, ach Gott. Nägel, wie kriege ich denn Nägel? Ich habe zwar ein paar, aber ich glaube nicht genug. Da, Nägel. Ach ja, da brauche ich ja Eisen für. Aber das habe ich doch, oder? Ich hatte doch... ah, das habe ich schon in Nägel. Ich hatte doch letzte Mal... ich mir doch so ein Eisenbahn gegossen. Glas, Plastik, Screw, zwei Nägel. Nee, zwei Nägel reichen nicht. Ach, also wir brauchen erstmal irgendwie Eisen. Was habe ich denn mit dem Eisenbahn gemacht? Ich hatte doch einen, meine ich. Wer weiß, wo das geblieben ist. Na gut, hatte ich jetzt die Clay schon eingebaut? Die habe ich noch. Achso, die sind ja fertig, okay. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie komme ich denn da oben ran? Hier rüber? Nö. Muss ich eine Leiter bauen oder so? Ach, ist ja doof. Ich kann ja das Bett verschieben, warte mal. So, und das Dach. So. Dann da rauf. Ah, da komme ich ran, sehr gut. So, Planks und Clay... noch was. Okay. Das kriegen wir noch hin. Haben wir hier noch? Ne. Oh, da hätten sie einen Kürbis entsprungen. Den nehmen wir auch mit. Oh, ach ja, stimmt, den kann man ja nur so nehmen. Oh, der sieht ein bisschen... naja. So. Den schmeißen wir erstmal hier vor die Tür, damit wir dran denken. Genau, also wir müssen Nägel bauen und wenn wir Nägel haben, können wir eine Werkbank bauen. Und wenn wir eine Werkbank haben, können wir uns für... oh, eine Wassermelone. Da können wir uns dann einen Hut bauen, um dann 50% weniger Schaden von der Sonne zu nehmen. Guter Hinweis, Scherzel. Da hätte man auch drauf kommen können. So, warte mal, schmeiße ich mal hin. Wassermelone kann doch bestimmt, gibt doch bestimmt gut, kann doch bestimmt gut den Durst löschen. So, jetzt müssen wir noch ein paar Bäumchen fällen, aber dann müssten wir ja wenigstens das Dach grob schon mal fertig haben.
Ach, so bauen macht mir echt schon Spaß eigentlich. Vor allem, wenn es denn. Oh nein, das ist natürlich jetzt bitter. Ich kann ja mit dem Baumstämmen nicht aus dem Bett springen. Oh no. Wie kommt man denn sonst da ran? Muss ich mir echt erst irgendwas bauen, um eine Treppe oder so? Ach, hör doch auf. Das ist ja. Gut, die Treppe könnte ich ja wieder. Tja, weiß ich nicht. Hier so eine kleine Rampe. Achso, ich muss jetzt die anderen Sachen ablegen, was? Oder nee, warte mal anders. Wenn ich hier raufspringe. Ach, das will ich jetzt gar nicht. Naja, das könnte klappen. So, warte mal. Dann schmeiße ich euch jetzt hier hin. Springe aufs Bett und nehme mir dann die Rocks. Ah, überlistet. So, dann noch eine Plank. Warum ist wieder die Riesenmonstermöwe? Das ist aber nicht. Kann es sein, dass die Möwe so eine Geräusche wie ein Huhn macht oder so? Ich habe die ganze Zeit schon. Ich habe hier noch kein Huhn gesehen, aber ich höre es die ganze Zeit. Weird. Okay. So. Wie jetzt? Hä? Achso, ich sitze ja gar nicht aus dem Bauchbett. Jetzt. So, Woodlock, 3 Stück. So, eins noch. Achso, wir können ja schon mal die Planks fertig machen. Ui, so. Da haben wir Planks fertig. Da auch schon. Ah, okay. Da brauchen wir also noch Wood und dann brauchen wir noch Clays. Mal gucken auf der anderen Seite nochmal. Da ist das Huhn. Wow, ist es schnell. Das werden wir nicht mit dem Speer legen können. Also, da müssen wir schon sehr gut. Okay, also ist es doch nicht. Achso, ja, kann ja nicht. Oh, nein. Du musst in der Nähe des Bettes runterfallen. Och, Mensch. Genau so. So, dann haben wir das. Und jetzt brauchen wir noch Clays. Gehen wir mal nach drüben. Da sah es ja eben schon ganz gut aus. Langsam dunkel ist natürlich auch nicht so gut. Aber wir haben ja auch Kürbis und so. Das ist schon mal sehr gut. Also wir müssen Nahrung, Nahrung, Nahrung basteln. Aber die Verdirbtchen teilen ja auch. Jetzt wird es dunkel. Ist nicht so gut. So, ist das so eins? Nee. Auch nicht. Die gibt es wohl nicht so oft, was? Vor allen Dingen sind die auch wirklich so schwer zu unterscheiden von normalen Steinblöcken. So, Frosch brauchen wir jetzt nicht. Mann, ich brauchte nur einmal so ein Clay-Gedöns hier. Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe hier auch. So richtig wohl fühle ich mich hier eigentlich gerade nicht. So im Dunkeln. Ah, da ist wieder ein Reh. Nee, der ist zu breit. Okay, jetzt bin ich hier, alles klar. Ja. Du kommst auch noch ans Feuer, aber allerdings, naja gut, ihr bringt ja nicht so viel. Ah, geht mal hier. So. Hoffen wir mal, dass es jetzt reicht, um das Dach zumindest fertig zu bauen. Das wäre schon mal ganz cool. Ach, guck mal, hier ist auch noch so ein Ding. Ach, warte mal, das nehmen wir gleich mit. Wenn wir schon mal hier sind. Ach,
Wir haben schon wieder Durst. Aber da würde ich vielleicht erstmal gleich die Wassermelone probieren, ob das geht. Müsste ich ja mit Harvest, müsste ich die ja zerlegen können. Ja, ja. Oh, ich schwimme. Also. Oh nein, jetzt habe ich hier die Wooden Ramp hier hingebaut. Nee, die will ich hier nicht. Hatte ein bisschen Angst, irgendwas Falsches zu drücken, dass das Haus irgendwie einstürzt. Na, das war, glaube ich, ganz gut, dass wir das zweite auch noch mitgenommen haben. Ja, sehr gut. So, und das da vorne. Ach nee, Wassermelone, warte mal. Harvest. Oh, guck mal. Oh, Durst 20, das ist cool. Oh ja. Na komm, haben wir die auch noch. Und auch ein bisschen Hunger gestillt. Das ist praktisch. So, womit baue ich denn jetzt das da? Ups, ah, mit den Dingern, ne? Ja. Okay, das dahin. Huch. Da. Dreht sich das von alleine? Nee. Okay. So. Dann auf die andere Seite. Da. Und da. Okay, dann gibt es noch das andere Teil. Dieses hier. Na. Nee, da. Komm schon. Eine kleine Treppe brauchen wir, glaube ich, noch. Wir brauchen auch noch Fenster und Türen, glaube ich. Also Türen auf jeden Fall. Gut, was braucht man hier für Planks? Oh. Ist immer gar nicht mehr so viel. Okay. Wie spät ist es denn hier eigentlich im Spiel gerade? Oh, 23 Uhr. Hm. Ja, wir müssen schlafen, das nützt ja nichts, sonst haben wir keine Energie und dann geht das ganze Drama hier erstmal los. Ich speichere lieber vorher, weiß nicht, was hier nachts noch wirklich passieren kann. So, komm, wir sind wieder fit. Oder man macht es natürlich so, dass man, weil es ist ja zum Glück hier nicht ganz so dunkel nachts, dass man, gerade wenn man baut, das eben nachts macht. Dann kann man zumindest keinen Sonnenbrand kriegen. Also glaube ich zumindest. So, komm. Wir brauchen noch ein paar Bretter. Oh, noch eine Wassermelone. Wie cool. Ich glaube, wir haben die ganz gute Stelle gefunden, oder? Also so mit Wassermelonen und Kürbissen, Fröschen kommen wir, glaube ich, hier ganz gut zurecht. Gut, mit dem Wasser, das müssen wir echt mal gucken, ob wir da nicht irgendwie noch mehr Flaschen oder sowas bauen können. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall mal eine Werkbank bauen. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, denn da können wir bestimmt noch einiges bauen, was uns bisher verborgen blieb. Oh, kein Platz mehr. So. Wo hat er das denn hingebaut? Na egal. So. Sieht jetzt so farblich. Ah, doch, passt schon. Wir wollen mal jetzt nicht so streng sein. So, dann holen wir den Baumstamm noch. Ach, sogar zwei. Cool. Könnte es ja fast reichen, oder? So. Das da hin? Ah, okay. So. Einmal. Okay, da fehlt noch ein bisschen. Ah, ich weiß, wir brauchen noch einen Baumstamm, oder? Natürlich. Es fehlen noch drei Planks. Da müssen wir hier mal einen wegfällen.
Wir nehmen jetzt nur den einen mit. Man kriegt doch vier draus, oder? Oder drei? Ich weiß gar nicht. War vielleicht nicht so schlau, bis einen mitzunehmen. Mal gucken. So. Eins, zwei. Zwei. Echt nur zwei? Krass. Na gut. Zwei sind natürlich wirklich wenig, wa? Für so einen Baumstamm. Ich dachte, da kriege ich mal mindestens vier raus oder so. Na egal. Aber wir sind gleich fertig. So. Jetzt der Tower. So. Das Haus ist fertig. Also klar, eine Tür und ein bisschen Treppe oder so. Aber das sieht ja schon mal cool aus. Ich nicht gedacht, dass wir heute schon so weit kommen. Also ich werde auf jeden Fall noch so, also ja, zu bauen gibt es ja glaube ich nur genug. Wenn man hier erstmal so klarkommt mit der Bauerei, dann geht das schon.